kann alles erreichen, ich kann mein Leben leben, wie ich will. Und diese Rolle möchte ich verkörpern. Ich möchte andere Frauen motivieren, einfach zu machen, einfach zu leben. Seit der ersten Staffel. Ja, immer mal wieder. Also ich komme natürlich nicht immer dazu, das jedes Mal, jede Woche zu schauen, aber ich gucke in jede Staffel rein und finde es immer sehr spannend, ja. Also ich verfolge J&M seit Minute 1. Ich muss aber dazu sagen, es gab zwischen der ersten Staffel und jetzt, es gab eine Zeit, wo ich es nicht mehr verfolgt habe, weil ich da vielleicht so beschäftigt war, weil das einfach nicht, mich nicht mehr so richtig interessiert habe. Aber immer wieder reingeguckt, immer wieder natürlich gewusst, wer hat gewonnen, ja, wer nicht. Letztes Jahr habe ich es aber richtig verfolgt, weil ich einfach so entzückt war, dass es ältere Frauen auch dabei waren. Also die allererste Staffel ist mir gut im Gedächtnis, wo Lena Gerke gewonnen hat. Die fand ich, die fand ich damals gut, weil da habe ich ja auch noch gemodelt und dann konnte ich das so vergleichen. Und dann wurde ich auch immer gefragt, ist das auch wirklich so? Macht man das so? Shootet man im Kalten zum Beispiel und hat kaum was an? Respekt habe ich vor, sein Name ist mir immer sehr schwer, Sei. Vor ihm hätte ich Respekt. Der Wunsch wäre natürlich, ihm zu gefallen, dass es nicht so ein Fotoshoot kommt, wie man das oft gesehen hat, dass er sich einfach umdreht und, und kein Wort hat. Man sieht ja immer wieder Thomas Hajo schon seit Jahren. Und Rankin. Man hat schon ein bisschen Respekt, weil der Rankin ja schon ordentlich durchgreift. Also der sagt, was er denkt. Also eigentlich dachte ich, das Alter hilft mir jetzt, ich bin ja jetzt fast 50, alles etwas cooler zu sehen und so ein bisschen zu beobachten. Aber ich habe festgestellt, dass ich doch so ein bisschen hadere damit. Nee, hadern tue ich auch nicht. Es ist so, man muss so, wenn man älter wird, doch irgendwie so in die Sache reinwachsen, in den Körper reinwachsen. Und wenn man mit so vielen jungen Mädchen zusammen ist, da ist dann natürlich alles noch so wunderschön. Und und da merke ich, dass ich doch nicht ganz so gelassen bin und mir doch ein bisschen mehr Gedanken mache, wie ich mich vor der Kamera vor allem zu geben habe oder wie ich da jetzt vielleicht rüberkomme. Und da lerne ich gerade ganz viel, es ist nicht so, dass ich das Älterwerden nicht auch schön finde. Jeder ist in seinem Alter, wie alt er dann gerade ist, schön irgendwie, ne? Aber es ist halt anders. Und dieses Anders macht mich dann doch teilweise ein bisschen nervös. Meine Rolle als Best Ager in dieser Staffel ist, in erster Linie geht es um mich, dass ich meinen Traum verwirklichen kann. Und dann weiter als das, es geht um andere Frauen für mich. Meine Message ist, ich möchte Frauen ermutigen, ihre Träume zu leben. Ich meine, das war ein Traum, der für mich begraben war. Und jetzt habe ich diese Möglichkeit, das zu erleben. Und ich meine jetzt nicht unbedingt bei Germany's Next Top Model mitzumachen. Ich meine, jede Frau hat einen Traum. Und das Leben ist manchmal so, dass wir unsere Träume vergessen, sondern wenn du den Traum hattest, Gitarre spielen zu lernen, dann mach das. Das Leben ab 50 ist noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, wenn ich Glück habe, habe ich noch 45 Jahre vor mir oder vielleicht noch 50. Das heißt, ich bin gerade am Anfang des zweiten Hälftes meines Lebens. Ich kann alles erreichen, ich kann mein Leben leben, wie ich will. Und diese Rolle möchte ich verkörpern. Ich möchte andere Frauen motivieren, einfach zu machen, einfach zu leben. Und warum? Weil wir es verdient haben. Nacktshooting habe ich keine Angst vor. Ich mag mich, ich mag meinen Körper. Ich habe damit kein Problem. Und ich weiß, dass Germany's Next Topmodel nicht zeigt, was unter
das kein Niveau hat. Zum Thema Nacktshooting, es fühlt sich natürlich immer komisch an, jetzt irgendwie nackt vor der Kamera zu sein. Es ist ja auch nicht im kleinen Raum, wo jetzt nur der Fotograf ist und vielleicht noch ein Stylist. Es ist ja eben im Fernsehen. Und ich habe es in der letzten Staffel gesehen, da hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Da waren die ja komplett, die hatten ja so ein Bodypainting, die waren komplett angemalt. Ich glaube, das würde mir tatsächlich leichter fallen, weil das fühlt sich dann an wie so ein Kleid, das stelle ich mir zumindest so vor, als wenn man einfach ja, splitternackt da irgendwie steht. Ich weiß, es wird ästhetisch gezeigt, das gibt mir natürlich ein bisschen Sicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich alles eben ja, präsentieren, aber ja, es gehört Überwindung dazu. Ich glaube, ich kriege es hin und meine Familie ist da auch konform mit. Ich habe da ja auch alles besprochen, von daher habe ich keine Sorgen und sie vertrauen mir auch, also mein Mann, auch beim Männershooting davon abgesehen. Genau, also da habe ich jetzt keine ja, große Angst, aber komisch anfühlen tut sich's bestimmt.